Im heutigen Vlog geht es um Weiterbildung. Ich habe mit Weiterbildung so ein gespaltenes Verhältnis. Auf die einen Seite finde ich Weiterbildung einen extrem spannenden Bereich. Ich habe verschiedenste Kurse gemacht, ich habe verschiedenste Diplome gemacht. Und vielleicht auch, weil ich das gemacht habe, finde ich Weiterbildung auch oft sehr, sehr frustrierend. Ich habe heute mit der Sandja einen Kurs gemacht, ein Seminar, das um das ganze Thema Social Media und Online-Präsentation gegangen ist. Und das war wieder mal so ein Anzeichen, warum Weiterbildung für mich so frustrierend ist. Das Seminar ist irgendwie von 9 bis 1 gegangen. Also wir sind am 1 einfach gegangen. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich fertig ist. Wir sind dann gegangen. Und warum mich Weiterbildung in dem Moment so frustriert ist, es war ein Seminarleiter, der, ich sage es, wirklich viel Fachwissen hatte. Der arbeitet in diesem Bereich, der hat wirklich eine Ahnung. Der ist gekommen, der hat seinen Vortrag gemacht und er hat das einfach seine Präsentation vorgelesen. Und dann hat er am Laptop gewisse Sachen gezeigt und er hat vorgelesen. Es ist in dem ganzen Seminar, in der ganzen Weiterbildung, nichts vorgekommen, was ich nicht auch könnte, irgendwo im Internet nachlesen könnte. Und das ist das, was mich an einer Weiterbildung wirklich frustriert. Wenn ich eine Weiterbildung mache, dann wollte ich nicht das Wissen, die ich im Buch nachlesen kann. Dann könnt ihr mir einfach das Buch geben und sagen, nimm dir die 3-4 Stunden Zeit und lese es. Und ich habe genau das Gleiche davon. Wenn ich in eine Weiterbildung gehe, dann möchte ich wissen von den Leuten, die nicht in den Büchern steht, die ich nicht nachlesen kann. Das sind persönliche Erfahrungen, das sind Sachen, die er erzählt, warum hat etwas nicht funktioniert bei ihm, warum hat etwas funktioniert. Wie sind seine Erfahrungen mit Sachen? Das erfahre ich nicht in einem Buch. Und mir geht es in Weiterbildungen genau um das. Das andere, sorry, das kann ich nachlesen oder online anschauen. Und das hat mich so ein bisschen gelernt, dass ich viele Sachen, auch Projekte, die ich angehe, ich informiere mich selber. Ich mache nicht irgendeinen Kurs zu einem Thema, sondern ich schaue online, und ich lese das alles nach. Und irgendwann kommt man vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwo auf der Straße irgendjemand an, wo man genau die Erfahrungen, die Person gemacht hat, kann erfahren, wo einem das erzählt. Und ich glaube, dann ist es mega wertvoll. Aber die Weiterbildung ist irgendwann an einem falschen Ort angegangen und es ist einfach nur noch Vorlesen von Text und das finde ich gar nichts.